Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Danke. Hallo, herzlich willkommen. Wo sind denn meine Schauspieler? Naja. Ladies and Gentlemen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz in Holzminden. Da Sie alle da sind, möchte ich Ihnen meine bezaubernde Schwägerin vorstellen, Henriette. Das ist doch mal ein kleiner Applaus wert. Henry. Nein. Christina, das war zu früh. Wir haben das doch geübt. Bravo. Bravo. Die halbe Frau. Und des Weiteren noch einmal. Die halbe Frau zeigt uns jetzt die noch viel gefährlichere Installation. Facebook. Bitte schön. Justitia, wie er entschlossen sei, die göttliche Gerechtigkeit leibhaftig. Sie sind vorbeigekommen. An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Pferdehändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. An dieser Stelle würde ich es tun. Teil, was wir alle nicht wirklich verstehen. Und dazu gibt es auch einen philosophischen Fachbegriff, Participation mystique. Darum geht es doch eigentlich. Wir leiden unter viel zu viel Realismus. Meistens. Thank you.
mitten durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, zuckte die innerliche Zufriedenheit empor, seine eigene Brust nunmehr in Ordnung zu sehen. Gerechter Krieg. Gerechter Krieg. Gerechter Krieg. Zerschlagen. Heilloser und entsetzlicher Mann. Wer gab dir das Recht, in Verfolgung eigenmächtiger Rechtsschlüsse, den Junker Wenzel von Tronka zu bedrohen und als du ihn auf der Burg nicht fandst, das ganze Land mit Feuer und Schwert heimzusuchen? Verschafft mir eine Amnestie und freies Geleit nach Dresden. Dann löse ich meine Truppen auf und will die Klage wegen der beiden Pferde noch einmal bei Gericht vorbringen. Du wahnsinniger, irrwitziger, was treibt dich? All das nur wegen zweier Pferde? Henry, wo fahren wir eigentlich hin? Zum Mond? Da mache ich nicht mit. Letztes Jahr Urlaub auf Mallorca, das hat mir nicht gereicht. Also wo könnte man denn heutzutage überhaupt hinfahren? Sagen Sie mal, wenn man auswandern wollte, wo kann man denn überhaupt hin? Neuseeland vielleicht? Zelle dreht sich sein Kopf und sein ganzes Leben zieht noch einmal an ihm vorbei. Sachen für den armen Kohlhaas, als der Kaiser selbst zu seiner Rettung aus den Händen der Willkür auftrat. Seine kaiserliche Hoheit verfügte, dass die Klage wegen der Pferde
erneut zu verhandeln sein. Inzwischen war dem Kohlhaas das Todesurteil vorgelesen. Die Ketten abgenommen.